Was war das denn jetzt für ein Ausruf? Woo, woo. Ist das ein Hund oder was? Das wäre ein Hase. Bibos Eigenarten mal beiseite. In dieser Folge schließen sich die Super Mario Brothers zusammen, um ohne weitere Hilfe von Bayern Snipern von A nach B zu kommen. Sind sie dieser Herausforderung gewachsen oder scheitern sie kläglich? Aha. Moin, Freunde, und willkommen zurück zu Mario Rabbids Sparks of Hope. Wir sind hier auf dem Weg nach oben auf den Gipfel von Flockenbrocken. So ist der Planet, ne? Und wir haben letztes Mal recht guten Schritt durch nach oben gelaufen. Wir sind hier über die Brücke. Ja, was heißt guter Schritt? Wir sind da eigentlich durch eine Höhle hier, also durch zwei Teile der Höhle. Da war einmal ein Rätsel und einmal quasi, ja, der richtige Weg. Jetzt sind wir quasi hier. Also wir kommen immer näher diesem Finsterzeit-Tentakel, der da oben haust. Hier vor dieser Höhle scheinbar. Das ist doch eine Nebenaufgabe, die Waffenbrüder. Stufe 12, aber also das ist ein Kampf scheinbar dann. Wenn schon Stufe 12 drauf steht. Hier vor uns haben wir noch eine Frostkeule. Und die haben jetzt auch um, würde ich sagen. Auf in den Kampf. Bam. So. Sehr schön. Was uns hier erwartet. Ein paar Frostkeulen natürlich, klar. Kämpfe ich mit den drei? Ne, ich kämpfe auf jeden Fall nicht mit Luigi. Ich hätte schon fest, Mario müsste ich eigentlich auch auswechseln, aber ich glaube, der könnte mal Heilung gebrauchen, wenn der den Kampf hier übersteht. Komm, mach was so. Ich hoffe nur, dass die auch wirklich. Wobei Rebella ist doch besser als Luigi. Wenn ich doch mehr Schaden davon tragen, ja, dann muss ich die halt mal heilen, ne? Peach wäre nicht schlecht gewesen, aber wegen die Frostkeulen, ja, stimmt, aber. Pff, wurscht. Eh vor dir, jetzt von hier aus zu besiegen, von daher. So. Ich weiß, ich kann die mit dem. Ich habe einen Sprungschuss mit Mario, das weiß ich. Ich weiß, was ich jetzt mal machen kann direkt. Ah, nee, warte mal, ich will ja die Frostkeule besiegen, ne? Echt schnell. Ich halt trotzdem einmal. Feuerangriff in der nächsten Runde dann erst. Ist ja wurscht. Ich greife jetzt erstmal eine Frostkeule an. Die schon mal außer Gefecht gesetzt. Ich verstecke mich sogar hier dafür. Kann ich hier beide treffen? Komm, schieß mal die erstmal ab. Und warte, Mario hat den. Ach, den Wasserkollegen, stimmt. Na gut, komm, dann Rabbit Peach steht trotzdem drauf. So, gegen Wasser waren die. Ist war egal, ne? Frostbeulen waren die unempfindlich, genau. Ich glaube, Mario verstecke ich ihn hier. Ah, er kann eh nicht treffen, schade. Kann ihn treffen. Nicht blöd. Ja, dann hier hin. Triffst du ja wohl beide, oder? Ja, bitte den anschießen, du. Und du, Rebella? Gut, ich denke mal, der kann hochknallen hier, ne? Mit deinem Ding. Das Problem. Treffe ich nicht von hier, shit. Von hier. Ja, auf geht's. Der lebt leider auch noch. So eben, lebt er noch. Dann gehen wir mal ein bisschen Schutz hier. War vorhin super Effekten und dann. Ach, was so, mit Heldensicht. Einfach. Warum nicht? Und die Gegner sind dran. Ja, genau, lauf los und zack, bist du weg. Triffst der Kollege sogar noch. Jawohl, Peach. Ich mache jetzt gleich noch einen Heilsprung tatsächlich, würde ich sagen. Ich gerade schon mal machen sollen. Da habt ihr mir schon gesagt, das ist mir aber auch schon aufgefallen tatsächlich, aber also nicht bewusst, aber ja, jetzt wird dann quasi, also ihr habt mir die Augen geöffnet, sag ich mal so, dass der Heilsprung nur funktioniert, wenn man auf dem Boden lang und nicht auf dem Block. Deswegen, also ihr habt mir da die Augen geöffnet, aber ich glaube, es ist mir schon aufgefallen. Aber wie gesagt, ich bin nicht drauf eingegangen bisher, deswegen. Hat der gut Schaden eingesteckt? Mario, komm, mach den Rest. Schießen weg. Immer noch nicht K.O. Na, na, so, jetzt aber. Das sind natürlich immer so leichtere Kämpfe, da ist er eigentlich nie. Ich war hinter. Weg ist er. Sehr schön. Das war jetzt gut, um das KP hochzuhalten wieder. Genau, sind die beide fast wieder voll. Vorher waren sie low, jetzt sind sie wieder richtig hochgeheilt. Sehr schön. So soll das auch. Dafür war ja der Kampf jetzt für mich ein bisschen da auch. Unter. So, hier geht's wieder in die Höhle rein, scheinbar. Ja, gehen wir rein. Ich hoffe, wo wir dann hier rauskommen, jetzt hier nach. Weil ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir schon zum Finsterzeit-Tentakel kommen. Weil ich das vielleicht doch noch ein bisschen ziehen könnte. Ich ziehen muss, aber ziehen könnte. Oder ziehen wird. Geht das nichts hinter? Ah, ich muss wahrscheinlich dann einmal da rum, da hoch und dann. Hey, warte, wie komme ich da hoch? Ich glaube, der richtige Weg. So, das kann ich kaputt machen hier. Hier ist der Weg.
Ihr wird doch schon anstrahlen müssen, ne? Das kommt da nicht rein, toll. Mann. Ernsthaft jetzt? Aua. Dann hier durch. Wahrscheinlich kann ich es auch nicht von hier jetzt anstrahlen, ne? Ne, muss echt unten auf der gleichen Ebene sein. Ja, dann muss ich auch hier rum. So wie es aussieht. Einmal hier rüber. Hier die Leiter. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Schönes. Da geht's wieder raus. Da geht's wahrscheinlich auch weiter dann, ne? Nehme ich jetzt mal an. So, einmal hier die Leiter unterlassen. Runterklettern. Ich dachte, die wieder zurückschieben. Dann wieder hoch. Dann, ich weiß nicht, was da drüben ist. Aber ich guck's mir jetzt an auf jeden Fall. Das muss quasi den Weg, den ich gerade geöffnet habe, wieder zurück. Dann hier oben wieder, dann genau. Ja. Ich meine, rennen die auch einfach nicht, ne? Ey, Mario. Durch da. Da geht's aber auch raus. Okay, nehme ich jetzt einen anderen Weg. Tatsächlich. Das sieht hier nach dem richtigen Weg aus. Sag ich ganz ehrlich. Komm ich da vielleicht zu der Frostquelle, zu der ich noch nicht kam bisher? Da war, glaube ich, kein Höhlenausgang. Ich glaube, da musst du nur Eis schmelzen. Hatte ich, glaube ich, vermutet. Hier trotzdem jetzt erstmal hier raus. Einfach weil ich wissen will, wo ich hier rauskomme. Ah, ist eine Pfütze wieder. Waffenbrüder. Ach, hier sind sie ja, die Waffenbrüder. Wo sind wir? Und dann rein da, oder? Ins Getümmel. Ja, klar. Was ist denn jetzt los? Die Analyse dieser Finsterzeitpfütze ergibt, dass ein Fernkampfspezialist erforderlich ist, um sie zu überwinden. Also Luigi. Ja, da ist er doch. Erster Freiwilliger. Luigi macht das. Guter Junge. Er sieht auch sehr entschlossen aus, der Gute. Da, seht ihr, Mario, das Original, passt immer auf seinen Bruder auf. Woo, woo. Was war das denn jetzt für ein Ausruf? Woo, woo. Ist das ein Hund oder was? Ich dachte, der wäre ein Hase, Bipo, also besteht aus dem Hasen, aus dem Rabbit mitunter. Alles gut. Bipo ist eh manchmal ein bisschen komisch, muss ich sagen. War aber schon im ersten Teil, also jetzt nicht weniger Synchro oder so, sondern wirklich auch schon im ersten Teil. War nicht anders. So. Ja, ich kann eh nicht viel machen, ne? Halte dein Team, könnte ich jetzt noch? Nee, scheiß drauf. Spark kann ich noch gucken. Was haben wir für Gegner hier? Auf jeden Fall die Sniper, ne? Die sind ja, ja, Spritzer und Feuer nehme ich mit scheinbar. Zwei Sniper, drei Sniper, vier Sniper und ein Feuerknecht, ne? Ist das richtig? Ja, dann nehme ich auf jeden Fall den Spritzer mit, den hat ja Mario schon, glaube ich, ne? Für Luigi den Feuer. Dude. Genau. So sollte es passen. Mario fängt, glaube ich, mal an. Luigi kann ein bisschen weiter laufen als Mario, ist gut. Das wäre ich so gut. Geh mal hier hin. Den hau ich direkt weg. Ganz ehrlich. Oh, ich treffe ihn vielleicht. Oh shit, ich habe noch nicht gesehen, dass es 50% nur sind. Verdammt. Ja, der erwischt keinen. Das ist blöde. Ja, die treffen jetzt wahrscheinlich wieder alle, ne? Die Säcke. Jetzt pass auf. Ah, okay, jetzt ist er eh umgedeckt. Alles klar. Die treffen sie natürlich. Er trifft auch. Super. Wenn jetzt noch einer kommt und trifft, dann ist Feierabend. Schon direkt wieder. Direkt wieder einpacken gehen. Mal bitte da runter und dann kann Mario da hoch vielleicht. Kann er von dir aus treffen? Ne. Was ist das mit den Kollegen hier? Und den da zum Beispiel. Vielleicht lieber einen sicheren Treffer raushauen als anders. Um. Wo stehe ich mich mit Luigi hin? Ist das Witzige. Müsste eigentlich den da besiegen, aber das schaffe ich ja nicht. Ja, ich glaube, Luigi geht direkt drauf jetzt in der Runde. Außer ich heile ihn noch mit einem Bär. Ich werde schon schnell Pilz einsetzen. Ganz ehrlich. Jetzt mache ich mich hier nicht mal darauf verlassen, dass ich treffe.
Das, wenn ich treffe, dann... Die kann ich immer nicht treffen, was ist das denn? Ja, dann wird der nicht mehr sterben, ne? Außer ich treffe von hier wahrscheinlich, ne? Und dann wird der drauf gehen. Ja, von hier aus schießen. Ist da zwar weiter weg, aber... Soll's versuchen vielleicht, ne? Komm, jetzt triff mal, Luigi, du bist doch ein Sniper, bist du doch. Scharfschütze. Ja, geht doch. Ich heile ihn jetzt einmal. Ich das sicher. Mario kann, wenn die sich bewegen, auf jeden Fall auch treffen. Ich nehme an, die werden sich bewegen. Ja, sehr gut. Der schießt ja auf Mario, ne? Ja. Der auch? Oder? Ne, der kann nicht drauf schießen, sehr gut. Ist doch gelungen, mit Luigi erstmal nach hinten zu gehen, ein Stück. Problem ist jetzt nur, kann Mario da runter? Und ihm da... Ja, die treffen sich genau nicht, ne? Oder? Ach, die treffen sich. Okay. Mario muss runter. Einmal. Ja, auch Luigi. Ach, keine Faxen. So, wie schießt ihn jetzt an? So, kriegt der, glaube ich... Nee, Mario kann ihn gar nicht treffen. Schade. Man hieß ja Fort Knox oder was? Mal. Die sind ab. Triff bitte einmal wenigstens. Ja gut, danke. Ich versuche den auch noch zu treffen. Jawohl, perfekt. Dann den Eisenblick kommen. Ich hab ein bisschen Sorge, dass der Sniper sich gar nicht bewegt und jetzt einfach drauf schießt wieder. Mal ist das eben so. Nee, das reicht, danke. Immerhin trifft er nicht. Der bewegt sich nicht. Oh, neue Gegner. Ich glaube, ich bleib nochmal hier oben. Mario soll ich jetzt vielleicht nicht unbedingt hier. Bleib ich oben oder gehe ich weiter? Wo kann ich denn da hin? Ich kann mich komplett hier rumbewegen einmal, ne? Ich meine, ich kann ja hier unten. Aber nee, weiß ich doch, ich kann hier unten stehen theoretisch. Mario. Ja, komm, Mario. Jetzt hier erstmal schön Rasereischaden drauf und so. Das kann ich mich aber noch bewegen, ne? Das ist der Vorteil beim Sprungschuss auch. Dass ich mich dann danach noch bewegen kann. Tatsächlich. Kannst du ihn bitte treffen, Luigi? Das hast du zweite Mal getroffen bei 50%. Jetzt geht wahrscheinlich wieder daneben, ne? Shit. Ach, klar. Deswegen hab ich den Glut auch nicht eingesetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da trifft halt Mario. Ist mir doch wurscht. Der schießt auch auf Mario drauf. Der trifft so. Ja, gerade schießt auch mal durch die Wand. Was ist das denn jetzt gewesen? Da muss mich auch jemand vorwagen, weil ich muss ja ins Ziel kommen. Was für die Aufgabenstellung nicht richtig mitbekommen. Ja, ich schieß von hier oder schieß von da unten? Da kommt Mario, der kommt da nämlich nicht hin. Mario muss sowieso hier rein. Und da ist Luigi wahrscheinlich wieder. Ungeschützt, ne? Wenn ich versuch's trotzdem. Ist mir wurscht. Versuch's hier mit dem Gluto jetzt, ihn da hinten wegzuhauen. Hätte reichen, hoffe ich jetzt mal. Schön den Feuerfall drauf. Ja, klar ist er weg. 811 kritischer Treffer. Das dürfte reichen. Mal bleib ich jetzt einfach hier stehen. Das hat auch gewagt, aber... Also der Sniper wird wahrscheinlich definitiv drauf schießen. Aber ich kann ja einmal heilen. So, das war's. Der Feuer klingt auch noch hier, ja? Oh, den hab ich komplett vergessen. Da waren zwei gerade eben. Ja, der schießt auf Mario, logisch. Den hab ich ja komplett verpeilt, dass der da noch ist. Ja, dann wahrscheinlich er sich trifft. Ach, den hab ich nicht besiegt oder was? Nee, war das von anderer als dann noch, ne? Den muss ich jetzt wegschießen, einmal hoffe ich. Triff bitte Mario mit einem Schuss, danke. Ich verstecke mich, glaube ich, mal hier. Aber trotzdem kein Treffen, ne? Und das Portal. Ne, das kann ich nicht treffen, schade. Wenn ich hier mit ihm hingehe, dann kann er das zwar treffen, aber. Es ist trotzdem nicht sicher weg, ist das Problem. Ach komm, ich heile ihn einmal. Das fliegt nicht weg, das gibt's da nicht, oder? Heilig? Ja, ich muss ihn heulen.
Ja, die ganzen schönen Pilzschwerter drauf, gibt's doch wohl nicht, oder? Bewegen sich alle nicht. Also, der hat sich ein bisschen bewegt, aber. Kannst du bitte abschießen, Luigi? Sagt der. Ich hab den einfach gleich benutzt, da war ja was. Ich hab mich ja für die Heilung entschieden. So, Mario muss jetzt mal ein Stück weiter hier. Wie kommt der gute Mario denn? Ich weiß genug auf jeden Fall. Sehe ich jetzt schon. Shit. Was so? Dass er den Sniper da weghaut und genau. Die Helden sich, die kann ich auf jeden Fall aktivieren. Und die Typen sich wahrscheinlich nicht bewegen werden, ne? Jetzt wüsste ich, komme da hoch, ne? Will ich mich ja da verstecken. Ich bleib einfach hier. Jetzt trifft das, reicht das wieder nicht. Shit. Sehr wahrscheinlich nicht. Ne, definitiv reicht's nicht. Mist, ey. Da kommt da eh einer raus, ne? Vielleicht lieber den Eisenblick aktivieren und mich nochmal heilen. Ganz ehrlich. Jetzt eh nichts bringt, das Ding abzuschießen nochmal. Hier gehen echt einige links drauf, einige Pilze. Oh, bam. Mario auch noch. Zack, weg ist er. Der Feuerknecht. Der trifft Mario. Definitiv, ja. Der da. Ja, das ist Mario jetzt weg wahrscheinlich. Das ist kacke. Mario ist K.O. Da weiß ich, mich schon smart spielen, oder? Also, so smart bin ich halt nicht. Das Problem. Ich glaube, hier stehen. Die Viren gut hoch. Oh, schwierig jetzt. Einen muss ich von den beiden killen eigentlich, aber die kann ich nicht sicher. Ich kann beide nicht sicher treffen, scheiße. Von hier aus. Ja, da bin ich aber auch nicht sicher. Da könnte ich so platzieren, dass ich auf jeden Fall, dass ich getroffen werde. Ja, das ist jetzt halt so. Der stirbt nicht mehr. Kacke. Ich ziemlich dran bin. Ja, dann war's das jetzt. Verkackt. Ja, jetzt ist er ungeschützt, toll. Man kriegt auf jeden Fall. Oh, es könnte vielleicht. Ja, selbst wenn das jetzt reicht, komme ich aber trotzdem nicht. Ich hätte Raserei einsetzen können, ich voll Idiot übrigens. Ja, das, ja klar, krieg ich einen kritischen Treffer ab, genau. Weißt du genau damit? Ja, komm, dann nochmal. Ganz ehrlich, wurscht. Ich bin halt verkackt, ey. Muss ich ein bisschen sicherer spielen. Hier ist mir doch Latte. Ja, den einen da, das war der Fehler, dass ich den verkackt habe, da, den, dass ich den versemmelt habe. Ehrlich jetzt. Ich glaube, ich mache das diesmal auch anders. Schick Mario erst los. Jetzt kann man ihn treffen, okay. Eine Attacke. Bitte triff auch mal Mario. Okay, immerhin ist die Deckung weg. Das ist auch gut. Kann Luigi jetzt nicht treffen. Mit Gluto ist er dann K.O. Tschüss, Mann. 1049, ey. Nicht schlecht. Ich glaube, wesentlich besserer Start als eben. Ja, komm, beenden wir. Ich glaube, mit Mario jetzt Dings zu aktivieren macht nicht viel Sinn. Die auch immer treffen, ne, die Säcke, ehrlich. Kann doch nicht wahr sein. Ich mal mit Luigi runter, aber ich glaube, ich bleib mit ihm nicht da stehen, wo Mario jetzt gerade steht. Schick Mario einfach mal hier hoch. Der da muss weg, der Kollege. Er kann sich nur aktivieren. Zweiter wird es ja doppelt machen müssen, Leute. Ja, aber wenn ich verkacke, dann ist das halt so. Dann einfach Pech. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Leider. Bei ihm auch nicht. Beide nur 50% Trefferchance. Schießt auf ihn. Der wird sich wahrscheinlich eher auf Luigi stürzen, weil er weder da in Reichweite ist. Boom. Okay, ja, dann. Ich meine, Stage schon mal weg. Ist ein gutes. Alter, wie viel Schaden ihm. Klar, zwei kritische Treffer hintereinander, ist klar. Ist logisch. Hier fehlt echt der Heiler in der Schlacht, ehrlich jetzt. Gehe ich runter schon oder. Wahrscheinlich ich mich erstmal hier. Ich glaube, ich tausche tatsächlich die beiden mal. Die kommt bis dahin, okay. Oder soll auch hingehen. Ich krieg den da jetzt sogar schon weg, den Typen.
Ich hätte den Dingschuss noch einsetzen sollen von oben. Ein Sprungschuss. Okay, ist trotzdem weg. Alles gut. Sonst komme ich ja mit Yoshi auch nicht hoch. Scheiße. Stimmt. Keine Reichweite. Ja, dann heilen wir noch. Komm. Was soll's. Mario auch. Achso, aber es ist so, als ob die Schlacht nicht stattgefunden hätte eben. Weil ich hätte meine Pilze wieder bekommen. Das ist gut zu wissen. Gut, die KP waren auch wieder so wie vorher. Stimmt eigentlich. Hätte ich da schon. Hätte da schon auffallen können. Er trifft natürlich wieder Mario, ne, aber er trifft nicht immerhin. Aber was Neues. Scheiß Sniper, ehrlich. Ich will doch sogar hier stehen. Würde ich sagen. Wie, der kann ich nicht treffen. Was denn jetzt? Man bleibt da nicht da stehen, ganz klar. Ja, kommt Mario, kommt bis da runter, okay. Dann, einmal hier hin. Genau, dann kann sich auch gleich da verstecken noch. Jetzt darüber, so komm, Mario, schaffen wir jetzt. So, Raserei noch rein, zack. Und Yoshi ist noch dran. Ja, der muss jetzt eigentlich nur treffen. Dann wäre der weg, der Typ. Ja, ich treffe dann und trete jetzt gleich selber noch einen ab. Ja, weg ist er, perfekt. Sehr gut, Luigi. Gute Runde. Der Feuerknecht, der macht gar nichts. Der ist jetzt gefährlich wieder. Der macht jetzt wahrscheinlich auch. Der trifft doch eh wahrscheinlich wieder. Ja, natürlich. Das ist doch ein Scherz. Jetzt meine ich richtig schlechter. Wie der auch immer trifft, ne? Ja, der trifft auch noch. Hundertprozentig. Ah, der schießt gar nicht. Ist okay. So, ihr zwei. Ich überlege gerade, aktiv ich den Helden sich gleich? Den Heldenblick oder lieber den Dings jetzt für den Feuerknecht? Ich gehe, glaube ich, gar nicht so weit. So recht, glaube ich. Nehmen wir dem eine mit. Dann mache ich das so oder schieße ich lieber auf den da oben einmal drauf? Und den würde ich jetzt tatsächlich gerne kaputt machen. Ja, ich mache den jetzt kaputt einmal. Ganz ehrlich. Heldensicht aktivieren. Heilung wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Aber wobei, ne, ich brauche die Heilung jetzt gleich. Passt schon. Ich gehe nochmal zurück. Schieß das Ding da jetzt weg, genau. Ich glaube, sogar nächste Runde könnte ich reinkommen. So, machen wir das noch hier und dann passt das schon. Die Runde. Genau. Das bringt dir gar nichts, mein Freund. Weg ist er. Weggebamst. Ich glaube tatsächlich, ich kann nicht durchkommen. Ja, ist wurscht. Das hat ihm doch was gebracht, aber an Physik ist nicht alle Gegner, ist mir scheißegal, gerade. Mit Yoshi so dahin schnell, dass Mario ins Ziel springen kann, ganz ehrlich. So, passt genau. Den dann noch besiegen, genau. Ab ins Ziel. Mario, komm, auf geht's. So einfach kann's gehen. Ja, hab mich halt ein bisschen dumm angestellt beim ersten Mal. Vielleicht wäre der Reflektor auch besser. Nee, wobei, wäre auch Quatsch gewesen, egal. Ich glaube, ich hätte einfach die Feuer-, die Elementdinger gar nicht gebraucht, unbedingt. Egal, wir haben's geschafft jetzt. Im zweiten Anlauf. Was, Steampunk-Waldmeister, ein Waffenskin. Sehr cool. Komm, wir gucken uns direkt einmal an. Du rüstest auch direkt aus, glaube ich. Immer auf die Waffenskins nochmal achten. Mario hat hier. Ah ne, das war mit Peach. Das kriegt jetzt auch erstmal. Mario hat ja hier doch den Turbo Duo Blaster. Geben wir ihm auch mal. Und Steampunk Weitmeister, cool. Jetzt ist eigentlich nur noch Peach, ne, ohne Skin. Ich hab gar nicht. Hab ich mal Rabattpunkte? Ich hab da, glaube ich, gar nicht reingeguckt, was für Skins da sind, ne, aber ich hab nicht drauf geachtet mehr, sagen wir mal so. Aber ich würde jetzt auch trotzdem gerne noch ein bisschen weitermachen. Damit zumindest noch ein bisschen mehr Progress hierbei ist jetzt in der Folge. Aber ja, das war klar, dass ich jetzt heute nicht so weit komme. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Hätte es irgendwie schon im Urin, würde ich fast sagen. Irgendwas schief gehen wird. So, ich kann ja hier runter einfach, ne? Genau. Dann wieder hier hoch. Ich muss schon wieder 3 Münzen. Die auch mitnehmen. Weiter geht's. So.
Sind wir hier? Da oben ist der Tentakel, das ist gut. Kommt vorher noch ein Gegner, ich denke mal, ne? Welcher Pass ist hier eigentlich sogar? Kommen wir raus? Von unten raus, alles klar. Oh, was ist das denn da für ein Polarfuchs? Cool. Kann ich das eigentlich jetzt auch machen? Nein, da brauche ich eine andere Fähigkeit für. Ich habe das Gefühl, das wird die letzte Fähigkeit sein, weil die jetzt bisher in jeder Welt zu sehen waren, die Dinger. Auch im Pilzkönigreich halt. Diese Wirbel am Boden. Deswegen glaube ich echt, dass wir das als letztes kriegen erst. Okay, Leute, ich glaube, wir sind tatsächlich oben. Hier ist eine Teleporterflagge. Die aktiviere ich auch mal direkt. Aussichtspunkt. Ja, dann passt das auch sogar. Ich würde tatsächlich sagen, den Punkt da, den Finsterzeit-Tentakel, den machen wir heute nicht mehr, ganz ehrlich. Jetzt haben wir die Schlacht da, haben wir zwar jetzt recht lang gesessen, ja. Dementsprechend noch wenig Progress, aber die gucken wir uns beim nächsten Mal an. Weil hier geht es dann auch wirklich weiter mit der Story auch. Ja, und deswegen danke fürs Zusehen für heute. Das war's erstmal. Ne, war jetzt, wie gesagt, Progress war jetzt nicht unbedingt gegeben, aber die Schlacht immerhin dann in aller Ruhe geschafft am Ende. Und wir sind jetzt hier vor dem Finsterzeit-Tentakel, deswegen kann ich damit leben. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr noch ein Like da lasst, ne, wenn es euch gefallen haben sollte. Ansonsten schaut gerne mal hier vorbei. Ein einfach 3D-Abenteuer von Mario, Mario 64 einfach mal, ein älteres, und hier unten Mario Double Sparks of Hope, die Playlist, wie gehabt, und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal, tschüss mit Ö, euer Basekase.